So, es geht wieder weiter. Ich habe jetzt mit dem alten Emulator, den ich jetzt erst wieder suchen musste, wieder bis hierher gespielt, damit wir hier wieder weitermachen können. Ihr seht es vielleicht auch. Die Bäume sehen jetzt wieder ein bisschen doofer aus. Vielleicht sieht man es auch nicht und die Bäume sahen eben auch doof aus. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Moment. So. Huch. There's a really good place to eat near Manmo Park. Do you know the restaurant? Near Manmo Park? There. Nee. No. It's called Manmo Bistro. I didn't know of it either until recently. But it is really good. All their dishes taste delicious. Reizig. Huch, Entschuldigung. All their dishes taste delicious. Yeah, one of my friends took me there. A female friend. I think the chef's cooking skills are superb. I'm just crazy about that place. Really? I wish I could cook such delicious dishes. Ja, der Reim war einmal so gut. Can make dry heart. I'm sure you can. Huh? If you strive for something hard enough, you'll eventually be rewarded. Yes, I see. It all depends on how much effort you put in. Yes, and how much faith you I'm have. Going to try my very best. Yeah. Okay, sollte das jetzt irgendwie. Da haben sie jetzt kurz nochmal eine Lebensweisheit irgendwie reinpacken wollen oder was? Es ging ums Essen. Muss man da gleich so eine Geschichte draus machen. So, wir sollen ja hier in Wisemans Quarter einen Antique Store finden, der uns weitere Infos gibt, was denn auf diesem Zettel steht. Das Problem ist nur, hier in Wisemans Quarter ist jeder zweite Laden ein Antique Store. Also in welchen wir da jetzt latschen sollen, ist mir nicht so ganz geläufig. Da zum Beispiel der erste Antique Store. Gehen wir da gleich mal hin. Achso, das ist kein Shop, das ist nur ein Fenster. Okay. Das dann wohl auch. Also wir brauchen dann wahrscheinlich einen mit Tür. So ein Altarshop ist irgendwas, aber wahrscheinlich nicht das, was ich suche. Noch ein Altarshop. Und hier war ja der Kung Fu Shop, ne? Wisemans Kung Fu, genau. Ist das jetzt auch noch Wisemans Quarter? Ja, es ist gut. Wow, wow, was? Aha, Flugzeug. Informativ. Hier. Wisemans Chemist. Nee, das ist jetzt irgendwie. Manmo Antiques. Vielleicht ist es ja das. Manmo Herb Medicine. Nee. Wo ist denn der Antiques? Da. Ich wollte eigentlich in die Tür. Tür? Hallo? Antique Store? Huch. Das ist gar kein begehbarer. Ach so, da ist er. Hm, ja, okay. Menno Antiques. So. Excuse me. Please come in. Do you know what this paper is all about? Collect antique should be your best choice to ask about antique art in this area. I understand. I'll be on my way. Ja, und wieder eine neue Spur und wieder muss ich gerade mal schnell in den Optionen rumfummeln. Das gehört ja eigentlich schon zu einer Folge dazu, oder? Das ist ja schon Standard. Einmal muss der Schnubbi in jeder Folge irgendwo in den Menüs rumfummeln. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Antiquen Wisemans Viertel Collect Antiques heißt der Shop. Da sollen wir hin. Und der ist wohl auch in Wisemans Quarter. Nur wo? Also hier ist ja wieder so ein Tor. Das heißt, da, wenn ich da runtergehe, ist es nicht mehr Wisemans Quarter. Oder? Glaub nicht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir eine Karte kaufen, aber ich habe gar nicht genug Geld für eine Karte. Scheiße. Kostet 10, ich habe 9. Ja, South Car Main Quarter. Mist. Hier bin ich falsch.
Na komm. Werd fertig mit Laden, ich will ja eh nur wieder weg. So, okay. Also, ja, wo könnten wir hier hin? Collect Antiques, wo soll denn das sein? Ach, hier geht's ja auch noch lang. Was ist das? King's Ransom Antiques. Das ist der hier. Wie, was ist hier? Okay, gehe ich halt dahin. Ich weiß zwar nicht, warum er sagt, ist hier. Ich suche ja eigentlich einen anderen Laden, aber okay. Hä? Ah. Excuse me. Hello. Welcome. Do you know what this means? Where did you get this paper? It was inside a book of martial arts called Wuling Shu. In that case, try asking at Collect Antiques. Collect Antiques? They know a lot about antique items pertaining to martial arts. I understand. You see. Thank you. Uh-huh. Warum auch immer er gesagt hat, dass ich hier reingehen soll. Beziehungsweise so, oh, das ist ja hier. Also ich soll trotzdem noch zu Collect Antiques. Wo ist denn der Laden jetzt? Menmo China Shop. Da ist doch ein großes Schild. Menmo Bistro. Nee, das will ich ja auch nicht. Ich hab mir nur die Olle von erzählt. Du sollst ja ganz tolles Essen geben. Collect Antiques, hier. Ding, ding, ding. Excuse me. Come on in. Ich bin drin. Do you know what this means? This is a Chawan sign. Chawan sign? Yes, it's a code which martial artists use to communicate with each other. Could you tell me more? I only heard it from Guishang a long time ago. That's all I know. Guishan? You mean Guishan? Who lives at the Yangten Apartments in the South Khmer yes, Quarter? Yes, that's right. If you want to know about the Chawang sign, ask Guishang. I understand. Thank you. Ja, und weil rumrennen und rumgeschickt werden so viel Spaß macht, werden wir das jetzt nochmal. Guishang kennt Bedeutung des Zettels, muss zu Tan Yan... Was? Yangten Apartments, South Khmer Quarter. Da waren wir eben. Zumindest im South Khmer Quarter. Und das war Richtung hier. Und dann Richtung hier. So, und da sind wir auch schon. In den South Khmer Quarters. Jetzt muss ich noch das blöde Apartment finden. Wo war denn das? So, wenn mich nicht alles täuscht. Muss man da hier lang und dann hier lang und dann hier lang und hier lang. So, und es könnte sein, dass ich mich jetzt total verlaufen habe. Aber das werde ich natürlich nicht zugeben. Wo bin ich denn? Pornshop. Nee, da will ich nicht hin. Hier ist eine Wand. Scheiße. Ich habe mich wirklich verlaufen. Moment, also so und dann hier, da wollte ich hin. So, ich habe es nur irgendwie nicht gerafft bei Perspektive. Genau, hier bin ich richtig. These are the Yangten Apartments. I wonder if Guishan is here. Was ist denn hier passiert? Ich kann kein Chinesisch. Also irgendwas ist hier passiert. Wo wohnt denn Guisheng? Ist der oben, unten, rechts, links? Welches Apartment? Ja, auf dem Klo wird er nicht wohnen, ey. Meint er den hier?
It's locked. Gelockt ist es. Moment. Das heißt, ich muss blättern. Weiter blättern. Irgendwo steht bestimmt Guisheng. Ja. Nee, das ist das Falsche. Ah, hier. Alte Dame, der ich in den geholfen habe, war Guisheng. Ich muss hier noch rausfinden, wo die Zimmernummer gestanden hat. Ich stehe doch vor 205. Verflixt. Have they gone out? Looks like no one's here. No one's here. Okay. 205 ist es angeblich, wo die Frau drin... Nee, Moment. Moment. Die wohnte unten. Habe ich gerade im Kopf. Die wohnte doch... Zurück. Die wohnte doch irgendwo unten. Die ging ja direkt... Hier wohnte die doch, oder? Ja. Excuse me. Guisheng? Oh, it's you. Hello, Guisheng. I have a question. Do you know what this is? Where did you get this? In the library at Manmo Temple. At Manmo Temple? Yes. Why keep standing? Come inside. Have a seat. Do you know what this piece of paper is? It's a Chawan sign. Chawan sign? A secret code used among masters of the same school. This is the Chawan sign. These characters. These characters are written in a letter to my father. Heaven stands for time, Earth for place. Time and place. And dragon and comrade are? Comrade is person. Dragon means actions. Why are these words here? The cup's positions correspond to the letters. Start from the left cup and move from heaven to comrade. What about this? Probably a sign showing that he's Yuan Da Zhu's friend. A friend of Yuan Da Zhu. First, memorize the positions. Okay. Place them and wait at places where people gather. If a friend of Yuan Da Zhu sees it, he'll give you a sign. Now, try it exactly the way I showed you. Start moving the left cup. Now move it to the top. Good. Now take the second cup from the right. Yes, move it to the bottom. And then you wait. Okay. That's right. Now don't forget the pattern. There are other patterns that could be dangerous. Don't be careless and make other patterns. Hehe.
I understand. I'll be careful. Thank you very much. I should get some rest. I should get some rest at the Da Yuen Apartments.